Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Patrick Fritz. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt am Titel und vielleicht auch am Thumbnail, geht es heute um das Patrick Fritz, ich arbeite als Quiz Part 1. In diesem Video werde ich euch einfach nur Fragen von ich arbeite als Fragen bis zum jetzigen Teil, den es gibt. Und ihr werdet die alle beantworten können, hoffe ich mal. Denn dieser Quiz wird entscheiden, wie gut kennt ihr euch mit ich arbeite als aus. Mit meiner Serie zumindest, ich arbeite als die ich mit Lucius 1 filme. Ihn verlinke ich nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Fragen werden verschieden sein. Es werden Fragen geben, wo ich nur Tonaufnahmen zeige und ihr erraten müsst, für welchen ich arbeite, als es ist. Es werden Videoausschnitte kommen, wo ihr es erraten müsst. Es werden Sätze kommen. Es wird nur ein Bild kommen vielleicht auch. Und ja, das müsst ihr dann erraten, von welchen ich arbeite, als es gibt. Für jedes, was ihr richtig habt, gibt es einen Punkt. Und am Ende könnt ihr vielleicht auch einen Punktestand mir dann in die Kommentare schreiben. Ich werde euch auch ganz am Ende nochmal einblenden, von wie viel bis wie viel Punkten ihr das und das seid, wahrscheinlich Rang Bronze oder sowas. Mal gucken, da denke ich mir noch was Lustiges aus. Und ja, dazu noch wollte ich sagen, ich stehe gerade bei den 99 Abonnenten. Falls das Video rauskommt und ich schon auf 100 stehe, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jetzt schon danke auf jeden Fall auch. Aber beim 100 Abonnenten gibt es ein Special. Ich werde noch nicht viel mehr dazu sagen. Nur zur Information, falls ich noch keine 100 habt, ihr könnt es schaffen und dadurch ein Special verdienen. Das ist auch schon aufgenommen. Aber gut, wir sehen uns das. Und ja, ich denke mal, wir fangen mit dem Quiz an. Let's go. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit 3 Thumbnails erstmal an. Ihr habt pro Thumbnail von mir 10 Sekunden. Ihr könnt natürlich, wenn ihr trotzdem mehr Zeit braucht, pausieren. Und ja, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Pro Thumbnail gibt es einen Punkt, den ihr richtig erratet. Es gibt keine Minuspunkte. Und dann fangen wir jetzt mal an. Thumbnail 1. Das ich arbeite als gibt es schon sehr lange. Und war für die damalige Zeit auch gar nicht mal so schlecht von unseren Aufrufen und Likes her. Und wisst ihr, welches es ist? Natürlich, ich arbeite als Karate-Lehrer. Ab zum nächsten. Dieses Thumbnail ist schon eher neuer und wer ein bisschen intelligent ist, kann es einfach herausfinden, von wo das kommt. Und zwar weiß jeder einzelne von euch, ist kaum von, ich arbeite als Corona-Angestellter. Ja, ich weiß, man hat unten den Text gesehen, aber von neueren ist bei jedem der Text dabei und ich verspreche euch, das nächste wird schon schwerer. Auch das nächste Thumbnail wird ein bisschen schwieriger wie das erste und zwar ist es auch ein sehr altes Thumbnail. Wisst ihr auf jeden Fall, welches es ist? Es ist, dass ich arbeite als Polizist. Natürlich ist es das. Und habt ihr alle drei herausgefunden? Naja, wie auch immer, merkt euch die Anzahl, wie viele ihr herausgefunden habt. Für jede, die ihr richtig hattet, gibt es einen Punkt. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum nächsten Thema. Das wäre Videoausschnitte. Die gehen alle 10 Sekunden lang und ihr müsst raten, von welchem ich arbeite als Assist. Es gibt wieder 3, es gibt wieder keine Minuspunkte und wir fangen an mit dem ersten Videoausschnitt. Das war Iron Man schießt den Kabuzer, was niemand kennt oder was weiß ich nur noch. Und habt ihr Hotelangestellte herausgefunden? Naja. Wie auch immer, wegen der Tonqualität, ich weiß, das waren aber schon ältere Videos. Auf jeden Fall gehen wir zum zweiten Ausschnitt. So, ich hoffe mal, ihr seid drauf gekommen. Ich arbeite als Mafia-Boss. Ein von mir sehr beliebtes, zumindest ich mochte es sehr zu drehen, mit Lucius 1 zusammen. Und ja, viel mehr kann ich nicht zu sagen. Wir gehen zum letzten Ausschnitt, und zwar Videoausschnitt 3. So, habt ihr die alle drei auch erkannt? Dann kriegt ihr natürlich auch 3 Punkte. Es gab keine Minuspunkte. Und wir gehen jetzt auch dann direkt zum nächsten. Bei dem werden die meisten von euch verkacken, wenn man das so sagen kann. Das wüsste ich selber alle drei sogar nicht, muss ich zugeben, und zwar generelle Fragen über die Playlist Ich arbeite als. Let's go. Erste Frage. Wie viele Ich arbeite als gibt es? Stand 31.07.2022. Wisst ihr das? Das weiß ich sogar selber. Und zwar sind es 26 Ich arbeite als Teile, die es gibt. Wir gehen direkt zur nächsten Frage. Zweite Frage. Wann kam das erste Ich arbeite als? Das Jahr reicht mir schon. Wenn ihr natürlich das exakte Datum wisst, desto besser. Das wusste ich auch sogar. Und zwar war das vor 4 Jahren. Um genau zu sein, über 4 Jahre natürlich. Und ja, ich kann mich noch genau dran erinnern.
Vielleicht mache ich auch irgendwann ein Video, wo ich noch erkläre, warum ich das mit Ich arbeite als überhaupt angefangen habe, weil das hat auch eine spezielle Story. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zu Frage 3. Frage 3 und die letzte Frage. Welches Ich arbeite als hat die meisten Views Stand 31.07.2022? Ja, das wusste ich nicht genau. Und zwar ist es Ich arbeite als Militär mit 209 Views. Ist natürlich sehr schwer. Ich gönne euch den Punkt, wenn ihr noch irgendwas zwischen 200 und 220 gesagt habt. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu der nächsten Kategorie. Die wäre nämlich Sounds. Ich werde euch irgendwelche Sounds für 10 Sekunden einblenden. Und ihr müsst natürlich hören und mir sagen können, von welchem ich arbeite als das kommt. Let's go. Ach, was könnte ich arbeiten? Das ist doch so. Probiere neue Dinge aus. Und habt ihr den Sound erraten? Das war schwierig, ich gebe es zu, aber ihr wisst, es war aus. Ich arbeite als Brettspielverkäufer. Das hätte ich selber, glaube ich, nicht hinbekommen, hätte ich natürlich nicht rausgesucht. Aber es ist ein ziemlich schwieriger Clip. Wir machen mal jetzt ein bisschen einfacher und ein bisschen neueren Clip. Also los, Sound 2. Ein verdammtes Tablet auf dem Boden, ne? So. Dann hat mein KFC-Becher. Ich denke mal, ihr habt alle diesen Sound erraten. Ich habe ja sogar selbst KFC im Video oder im Soundausschnitt da gerade gesagt. Deswegen denke ich mal, seid ihr alle auf Ich arbeite als KFC-Angestellter gekommen. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, denn jetzt kommt bald Sound 3. Der ist aber schon ziemlich, das Video ist schon ziemlich älter als die, wo gerade kam. Aber mal gucken, vielleicht seid ihr richtige OGs von Ich arbeite als Watchers. Naja, dritter Sound, let's go. Das erste, was du machst, Schmerzenstest. Gut, das waren alle Sounds. Der letzte war ein bisschen älter und vielleicht ein bisschen verstörend gefühlt. Aber ist alles gut. So, und zwar hoffe ich, habt ihr alle erraten. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, zur letzten Phase, wie ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt Bilder von verschiedenen Videos bzw. Teilen, ich von Ich arbeite als. Und ihr müsst erraten, von welchem Ich arbeite als es ist. Und für jeden gibt es jeweils wie bei den anderen einen Punkt. Und danach gibt es die Punkteskala. Viel Glück an euch und ja. Ich weiß, ich habe mir ein sehr schwieriges Bild für Ich arbeite als Stripper ausgesucht. Aber manchmal ist es halt wie es ist. Die anderen zwei Bilder sind ja relativ verschieden, also ältere Bilder und neuere Bilder. Auf jeden Fall kommt jetzt ein ziemlich älteres Bild und ja, ab zu Bild 2. Ja, ich arbeite als Koch. Unser zweites Video von Ich arbeite als der Playlist. Ja, ein ziemlich altes Video, habt ihr es erkannt? Ja, für mich war das keine große Schwierigkeit, weil ich glaube, diesen Hut, den ich da, also Hut in Klammern Hausdach, habe ich nur in diesem Video, glaube ich, richtig benutzt von Ich arbeite als. Deswegen habe ich das, hätte ich das, glaube ich, relativ schnell herausgefunden. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es ja bearbeitet habe. Aber vielleicht mache ich eine Reaktion 5 Jahre nochmal drauf. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum letzten Bild und das ist ein bisschen. Es ist nicht neu, es ist nicht zu alt, aber auch nicht zu neu. Naja, vielleicht wisst ihr, welches es ist. Auf jeden Fall zeige ich es euch jetzt. Und zwar, let's go. Ich weiß, das Bild 14 unten in der Ecke könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber es gehört halt zum Video dazu. Ich arbeite als Fotograf. Hättet ihr vielleicht kennen können, ist nämlich nicht zu alt, auch nicht zu neu, aber. So, das wäre das. So, ihr habt eure Punkte vor euch liegen oder aufgeschrieben, gemerkt oder was auch immer. Vielleicht seid ihr auch zu zweit und schaut es, aber was auch immer. Auf jeden Fall blende ich euch genau jetzt hier die Punkteskala ein. Habt ihr 0 bis 3 Punkte, habt ihr von meiner Seite den Bronzerang erreicht und seid ein leider sehr unerfahrener Patrick Fritz Zuschauer, solltet ein paar mehr Ich arbeite als schauen, um mich stolz und glücklich zu machen. Und vielleicht auch abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Hast du 4 bis 6 Punkte, hast du von meiner Seite den Silberrang oder Silberrang und bist ein sehr, ja, du schaust ab und zu, ich arbeite als an, nicht wirklich oft und vergisst auch sehr oft Sachen davon
und merkst dir nur das Wichtigste von, nämlich arbeite als. Weil jetzt in diesem Quiz war ja nicht nur das Wichtigste da. Hast du 7 bis 9 Punkte, hast du schon einen Goldrang, womit man okay zufrieden sein kann, ein bisschen. Hast nicht viel, ich arbeite als durchgeschaut, hast aber bei jedem vielleicht einmal kurz reingeguckt und hast ein paar Szenen übersprungen oder so. Und hast vielleicht, hoffe ich mal, die Glocke aktiviert, wenn nicht, tust du das jetzt. Und ja, hast du 10 bis 12 Punkte, was für mich der Feuerrang wäre. Hast du sehr viel, du hast jedes wahrscheinlich durchgeguckt und hast auch die Glocke aktiviert wahrscheinlich. Dir reicht es einfach nur nicht an dem Wissen davon, weil das etwas länger her war wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich, weil du vergesslich bist oder irgendwie sowas. Aber du bist gut dabei. Hast du 12 bis 14 Punkte, hast du sehr guten Rang, denn das ist sehr stark, was du da geschafft hast. Du weißt viel über, ich arbeite als generell, hast wahrscheinlich abonniert und Glocke aktiviert, schaust dir alle an. Vielleicht hast du dir auch manche zweimal angeschaut oder alle zweimal angeschaut. Wer weiß, hast dir jedes Detail gemerkt und hast viel geschaut. Hast du 15 Punkte, aber bist du der größte Babo, der größte Patrick-Fritz-Fan und mein Idol. Das schaffe nämlich ich selber nicht. Ich habe höchstens 12 bis 14 Punkte. Und ja, 15 ist wirklich krass. Wenn du das hast, dann bist du wirklich ein krasser Dude. Und natürlich ohne zu schummeln, ne? Und ja, du bist der Beste, hast auch schon abonniert und alles. Hast dir vielleicht jedes Jahr als dreimal angeguckt, guckst sie dir, was weiß ich, jedes halbe Jahr alle nochmal durch oder so. Keine Ahnung, aber bist auf jeden Fall sehr krass dabei und hast ein gutes Merkgedächtnis auch dafür. Und ja, hast einfach viele, ich habe da alles geschaut und bist mein größter Fan. Das denke ich mal. So, das war's aber mit diesem Video. Warum ich das Video gemacht habe, hat keinen großen Grund wirklich. Ich hatte einfach Zeit und Lust drauf. Übrigens kommt gerade kein Ich arbeite als, falls mich fragt, warum, liegt gerade derzeit daran, weil wir an einem Filmdreh sind. Ich will aber keine Spoiler sagen oder so, wartet auf den Trailer einfach. Auch ein vielen großen Dankeschön an Lucius1, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung, denn jedes Jahr wieder alles, was ihr hier seht und kennt, habe ich mit ihm zusammen aufgenommen, bearbeitet und was weiß ich, was wir gemacht haben. So, und auf jeden Fall, mein TikTok verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, dort sind ab Müllermilch ganz viele kleinere Clips drin, von zum Beispiel jeden Ich arbeite als ab Müllermilch halt, ist 1 bis 2 Clips drin, könnt ihr euch auch auschecken. Müsst ihr aber nicht. Ist beides verlinkt, Lukas, dein Kanal und mein TikTok. Hier blende ich euch irgendwo nochmal die Ich arbeite als Playlist auch ein. Und ja, ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Gebt nochmal eine Note, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr ein Part 2 irgendwann mal sehen wollt, ich habe euch umsonst Part 1 hingeschrieben, aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht getan habt. Und abonnieren auch nicht vergessen. Die 100 Abos voll machen. Zumindest habe ich sie jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich sie, wenn das Video rauskommt. Würde ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür sein. Und ich habe euch alle sehr doll lieb. So, wir sehen uns, was auch immer ich als nächstes mache. Und ja, ciao, Leute.